Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Höhle des Löwen. Naja, nicht wirklich, aber ich denke mal, wir werden gleich den Tagesanbruch erleben und können uns dann wieder an die Oberfläche wagen. Das wird innerhalb dieser Folge auf jeden Fall passieren. Derweil kloppe ich nochmal ein bisschen hier Kohle weg. Schadet nicht. Könnte gleich auch schon mal gucken, wo wir uns dann hinbegeben, wo ich mich dann, in welche Richtung ich laufen werde. Oh, ja, seufzt. Immer dasselbe, seufzt. Da kann ich auf jeden Fall schon mal einen Stapel wieder mitnehmen. Das ist nicht verkehrt zum Reparieren und so. Ja, damit kann man noch arbeiten. So, wir hatten jetzt irgendwo noch, hatte ich hier noch Zeugs. Ja, hier. Kann man doch mal so einen Mix machen. Sehr schön. Damit lässt sich arbeiten. So, Pilze, 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 Pilze hier rein. Gläser da rein. Warum habe ich noch Crushed Sand? Ist das nicht eigentlich hier oben hin? Ach nee, da hat nur Glas drin. Dann warte ich jetzt mal kurz die Minute. Wir gucken schon mal auf die Karte. Wir sind jetzt im Waldbiom. Rechts, da ist die Wüste. Da könnten wir hingehen. Rechts, Wüste ist gut. Savanne. Naja. Die Savanne ist eigentlich immer ganz geil, aber nicht, wenn es darum geht, eine große Stadt zu finden. Das sind meistens zwei Häuschen und das war's. Wir könnten hier unten hingehen. In Richtung Süden. Da geht der Weg so, da geht der Weg so. Könnte irgendwo hier oben was sein vielleicht. Die Richtung ist noch erstmal tabu. Das ist die große Stadt. Und die Richtung Westen ist vielleicht ein bisschen zu weit. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Süden. Erkunden das südliche Biom. Vielleicht dann hier die Biomgrenzen auf dem Rückweg. Ja, vielleicht mache ich irgendwo unterwegs ein paar Kisten. Muss ja nicht für jeden Scheiß nach Hause kommen, nur das Wichtigste nehme ich mit. Das hat doch gepasst. Gut. Mal hier so ein bisschen was einsetzen.
Solange die Zeit noch schnell läuft, laufen auch die Zombies schnell. Mal jetzt nur mal den Eingang hier so ein bisschen. Das heißt, die erste Reihe hier werde ich jetzt noch wegkloppen. Flagstones hinmachen. Dann kann man schon mal erahnen, was es mal werden soll. Ich ja dann auch erstmal. So, jetzt hier die Treppe, ich glaube, ja doch. Machen wir hier die Treppe. So. Stützen haben wir ja schon drunter. War das nicht so? Irgendwie so? Ah. Okidoki. Dann mal das so. So. Ja, jetzt fällt mir natürlich gerade auf, ich hätte hier hinten natürlich auch die vernünftigen dran machen können. Dann mache ich das doch. Wenn ich mir jetzt schon Ecken mache, dann auch richtig, ne? Ja, sehr schön. Das sieht doch besser aus. Ach, hier haben wir auch noch eine Ecke. Ich glaube, die Zeit ist stehen geblieben. Ich glaube, ich kann wieder nach oben. Wieder dran vorbei, Mensch.
Ja, so können wir es machen. Soll ich hier noch einen näher gehen? Nee, ne? Hey, die Schiene hier ist schon gut für Song. Obwohl, hier ist ja auch noch Wasser drunter. Ich theoretisch noch einen weiter reingehen, dann könnte ich den. Komm, ich setze den jetzt hier hin, fertig. So. Das heißt, hier drunter kommt auch Beton. Ja, und den Rest muss ich natürlich auch noch weghacken hier. Genau wie da die Wand, die muss ich auch noch weghacken. Den könnte ich setzen, aber bringt der mir was? Ich weiß es nicht. So, hier machen wir dann aber weiter. Das hier wird alles dicht gemacht. Ja gut, die vordere hier kann ich mit Woodframes zumachen. Da muss ich jetzt nicht alles hier mit dem guten Beton machen. Hab ja jetzt wieder Woodframes. So. Na, hier muss ich noch abbauen. Muss ich noch gucken, was ich hier so rauskriege. Hiebsch, hiebsch. So, weiter geht's. Ich glaube, wir gehen mal raus. Beziehungsweise, ich mal, dass ich hier mein Zeug loswerde. Trink noch einen Schluck. Schluckiduck. So. Also um Iron Ore muss ich mir weniger Sorgen machen, habe ich so das Gefühl. Ein Stöckchen finde ich draußen auch wieder. Brick Power, die kann ich auch mal hier lassen. So. Genau wie das. Und ja, den Rest würde ich sagen, nehme ich einfach mal mit. Wood Frames nehme ich auch mal ein paar mit. Kann nicht schaden. Oh, warte mal. Kommt hier rein. Gut, gut, ich würde sagen, ein neuer Tag beginnt in 7 Days to Die. Die Sonne geht auch auf, man sieht hier, wie das schön erleuchtet ist. Docken. Scheint die Sonne noch durch den Felsen. So, da sind wir draußen. Das sieht klasse aus hier, echt. Direkt erstmal ein paar Bäume mitnehmen.
Haus, tschüss Haus. Deutscher Vetter. Vetter Sack. Das war jetzt der Test, ob sie noch rennen oder nicht. Da kommen direkt noch mehr. Hey, wo kommt auf einmal der zweite her? Mann, ich hasse diese Kopfwackler. Noch einer? Nein, nein, gut. Immer so mit ihrem Kopf wackeln müssen, ey. Das ist aber gelenkig hier, du. Alter Falter, ich krieg das nicht hin. Hirsch! Ein Hirsch! Mein Crossbow mal wieder. Jetzt stink ich zwar, aber egal. So mal wieder ein paar Federn suchen. Dann jetzt mit der Lampe? Hat er hier irgendwie spastische Zuckungen oder was? Vogelnest. Nee, das war nix. Muss ich mich überhaupt mit denen abgeben? Nee, oder? Oh, wie schlecht, ey. Auch nicht getroffen. Und noch einer. Und noch einer. Jetzt wollen sie kommen hier. Hätten wir schon mal Leben. Aber habe ich gesagt, nehme ich auf dem Rückweg mit, ne? Könnte schon mal einen Platz dafür belegen. Komm, jetzt habe ich gerade Ausdauer. Na, das hört sich ungemütlich an. Ich gehe mal lieber. Oh jo, Bitch.
Ja, Leute, lasst mich doch in Ruhe, ey, Mensch. Keinen Bock hier auf euch. Hier ruckelt's. Was ist das? Oh, Stadt. Stadt, Land, Fluss. Oder nur Haus. So einsam aus. Wow, wow, wow. Hey, doch Stadt. Da sehe ich schon die ersten wieder spawnen hier. So, erstmal die Stadt erkunden. Oh, Alter, was sind meine Frames hin? Frames sind ganz schön im Keller hier. Ist auf jeden Fall eine Stadt mit Keller. Framekeller. Boah, Leute, geht's noch? Ach, auch noch daneben, ey, shit. Also die Stadt ist was größer. Wow, Breakdance! Oh, das ist wieder so ein Haus für den Einsturz. Nie gut, Zombies im Rücken zu haben. Boah, hat noch so eine Peitsche von der Seite gesehen. Die laufen im Kreis. Da läuft auch schon eine rum. Ach du Scheiße, Mann. Ah, und ich bin gleich voll. Mensch, jetzt schon voll, oder? Ah, ich hab noch was. Shit, kein Storage. Level 18.
Oh, fetter von der Seite. Oh Leute, ich will doch looten. Mensch. Shit, kann ich schon wieder nicht aufheben. Hier geht's ab, hier geht's ab. Und wir sind aber schon längst über die Zeit der Folge. Und deswegen würde ich sagen, an der Stelle hier gleich, wenn ich mal ein bisschen Luft habe. Oh Mann, da verwesen ich schon. In your face, bitch. Was für ein Massaker. Boah. Leute. Geht's noch? So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen weg hier. Das ist jetzt auch meine Aufnahmepause. Die nächsten Folgen gibt es morgen. Also die Aufnahmen. Und ich würde sagen, ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt 7 Days to Die. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Diese Folge war ja auch ein bisschen Action da. Also bis dahin. Tschüss.